Du wirst nicht lange genug leben, um jemanden von meiner Existenz zu unterrichten. Wenn das dein Weg ist, so muss ich das akzeptieren. Ich werde es aber nicht kampflos hinnehmen. Jetzt wirst du was erleben. Oh, das ist nicht geplant. Na toll, jetzt hätte er einen Schattenläufer auf mich. Soll ich das jetzt schaffen? Ach, warte mal, ich wollte aufs Dach springen und dann von oben ihn. Ja, genau. Habe ich gespeichert davor. Alles klar. Dunkel sind. Du wirst, wenn das dein. Werde ich helfen. Ach, hilf du mir mal. So wollte ich das machen, pass auf. Nein! Ach Mann, fick doch die Burka. Mann, schönes Mana. Ich habe keinen Mana-Tränke. Ich meine, ich muss sie verkaufen. So, bitte, lass mich ihn jetzt erwischen. Ernsthaft? Jetzt schießen die auch schon auf mich? Das gibt's nicht. Toll, wie soll ich den jetzt töten? Ach komm, ich lade nochmal neu. Nee, es hat doch so keinen Sinn, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass es ein Fehler war zu sagen, dass ich ziemlich eifrig auf diese Aufnahme bin. Alter, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich kann mir nicht helfen, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich kann machen, was ich will. Nee, also ich weiß nicht. Ich werde jetzt in die nächste Stadt gehen. Genau das mache ich jetzt einfach. Auf die Hoffnung, ich krieg dann noch ein bisschen mehr. Ich krieg dann meinen Ruf für die bessere Rüstung. Weil das geht echt nicht mehr klar. Der Rüstung rumzulatschen, ey. Ist doch armselig. Jawohl, das hätten wir. Autsch. Seufzt. Sorry, wenn ich gerade nichts mehr sag. Auch so ein bisschen ausgepowert bin ich jetzt allmählich. Da oben ist eine Hütte. Na? Sieht aus, als wäre noch ein Waldläufer hier.
Hast du nichts zu tun? Das ist ein Waldläufer. Ja, da müsste hier Thorn sein. Thorn, ja. Aber ich habe noch nicht vor, den zu töten. Zumal ich ja viel zu schwach bin, anscheinend. Aber für Snapper reicht's immerhin aus. Hinter mir auch noch. Autsch. Ach ja. Ach, Gräber. Mit alten Waffen. Und Schilde. Hä? Was gehört? Egal. Level 29. Was machen wir jetzt? Ich meine, was machen wir jetzt, frage ich. Ich meine, wir gehen in Richtung nächster Stadt. Ich bin doch so blöd, ne? Ich wollte doch das Schattenzepter abgeben. Bong. Ach komm, egal. Oh, was ist denn hier passiert? Hier ist ein zerstörter Hof anscheinend. Doch noch ein paar lebende Kühe. Kaputt. Hat er alles kaputt gemacht. Pass auf, wo du hier hintrittst. Sonst verwisst du alle Spuren. Was? Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Meinst du? Na gut. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. Gut. Die Höhle meint er. Eine Eidechse. Echse, schwöre dein Eid. Der weiß auch nicht, was ich meine, ne? Wölfe. Okay. Oh. Mauis. Das könnte jetzt noch auch gefährlich werden. Mauis. Autsch. Oh, einen hätten wir. Aua. So kann man es machen. Oh, er hat mich gewittert. Mauis. Au. Scheiße. Komm schon. Jetzt versag doch nicht im letzten Moment, wollte ich schon sagen. Glück, dass das nicht passiert ist jetzt.
Das hört sich mir auch spanisch an. So, der letzte Schatten. Ach, Schatten, was sag ich? Säbelzahntiger. Nein, versag doch jetzt nicht. Alles klar, das hat mir schon mal erledigt. Trelis, die nächste Stadt. Und schon mal die nächste Metalltruhe öffnen. Oh, finde ich gut. Klingenbolzen brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Jetzt. Och, Alter. Hör auf zu ruckeln. So, mein Junge. Ich hab schon mal das. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt! Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Kompliziert? Was meinst du? Oben in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Du glaubst, Waldläufer sollen das hier getan haben? Unterschätze diese Kerle nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk. Wenn sie in Scharen auftreten, können sie eine ernsthafte Bedrohung sein. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Der Sache nehme ich mich noch nicht jetzt an. Jetzt noch nicht. Weil dafür fühle ich mich echt nicht bereit, jetzt gerade. Naja, zuvor gesehen hatte. Eine Blutfliege. Oh, da ist noch eins. Mann, was macht der denn? Aber gut zu wissen, dass ich jetzt gegen Gift immun bin. Hä? Was war das denn? Ah ja, wie die Burg. Das anscheinend jetzt... Trelis. Du schon wieder. Ach was. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? Was? Ich erinnere mich. Der Name ist Torus. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Ach, töte mich doch gleich hier. Ich habe keinen Bock mehr. Immer noch sauer wegen der alten Geschichten? Jedes Mal, wenn du auftauchst, bricht alles zusammen. Und damit ist jetzt Schluss. Die Orks beherrschen jetzt die Welt. Und auch du wirst dich ihren Regeln beugen oder sterben. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Was heißt hier immer noch sauer? Der war doch zuvor noch gar nicht sauer gewesen. Zumindest habe ich nichts davon bemerkt. Das war nur so, alles Gute und so weiter. Oh, na super. Und genau jetzt stürzt mir Gothic 3 ab. Na gut, dann... würde ich mal sagen, beende ich jetzt hier die Aufnahme. Und dann sage ich mal bis später. Ciao.